Wir sehen, wie sich innerhalb von 4 Wochen das Kupfer verfärbt. Das heißt, es bildet sich oben eine Oxidschicht, die bereits Ionen abgibt. Das Gleiche beginnt auch bei der Aktivreinigungsrolle. Dieser Kupferblechstreifen mit Längsrinnen hat seine Schuldigkeit getan. Wir sehen hier oberhalb noch ganz deutlich den Ansatz von Algen, genauso hier in diesem Bereich, auch hier drunter, unterhalb von diesem Blech, das heißt in dieser Reihe, keinerlei Belag, im Gegensatz oberhalb vom Kupfer. Das Ganze zeigt sich bis nach unten. Unterschied extremst. Beim nächsten Experimentierdach, wie hier bei Bibern, sehen wir genau die gleiche Wirkung, die das Kupfer erzielt. An den Unterkanten der Bibern ist überall deutlich eine beginnende Algung zu sehen. Auch hier noch oberhalb vom Kupferblech und unterhalb vom Kupferblech sind die Ziegel wie geleckt.